Wir fangen jetzt einfach an. Drückt mir alle drei Daumen. Ich kann es echt gebrauchen. Wenn der jetzt auf mich losgeht, dann haben wir, glaube ich, keine Chance. Wir versuchen es jetzt. Hallo und herzlich willkommen im scheußlichsten Sommer mit Medieval Dynasty, den wir je hatten. Es regnet jetzt schon den zweiten Sommertag, also zwei Drittel des Sommers hatten wir hier im Monsun praktisch. Ich weiß nicht, ob die Pflanzen das mögen. Die mögen bestimmt hin und wieder auch mal ein bisschen Sonne, oder? Vielleicht wachsen die ja besonders gut. Mal schauen. Auf jeden Fall ist echt mieses Wetter schon wieder. Aber macht ja nichts. Wir sind ja nicht aus Zucker. Das heißt, wir brechen trotzdem heute auf Wiesentjagd. So ist der Plan. Wir haben ja einen Bogen. Den haben wir dabei. Ich denke, wir brauchen auch keinen Ersatzbogen. Der sollte noch halten für heute. Und was wir jetzt noch ganz kurz machen, ist so ein bisschen vorbereiten. Wir brauchen nämlich echt gute Waffen gegen so einen Wiesent. Die sind, glaube ich, ziemlich gefährlich. Könnte ich mir vorstellen. Und deswegen habe ich schon Kupferpfeile hergestellt. 30 Stück haben wir. Was jetzt noch eine Option wäre, wäre die Pfeile zu vergiften. Und dafür habe ich jetzt mal alles vorbereitet. Wir können hier in der Kräuterhütte, in dem Kräutertisch, Gifte herstellen. Andere Tränke. Vergiftete Munition. Andere Tränke, Tarntrank, Heiltränke, Stärkungstränke. Oh oh, wo stellen wir denn das Zeug überhaupt her? Gift, hier stellt man das her. Kostet 250. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das leisten können. Das ist eigentlich viel zu teuer alles. Wir lernen das jetzt. Wir brauchen hölzerne Fiolen, Tollkirschen und Eimer mit Wasser. Wir haben genau 15 Tollkirschen gefunden. Das passt also für dreimal Gift herstellen. Das machen wir jetzt fix. Bam. Bam. Und Bam. Jetzt haben wir dreimal Gift. Tarntrank. Hier gibt es echt witzige Sachen. Ach so, hier wäre es gleich gewesen. Vergiftete Munition. Bronze haben wir nicht. Bolzen haben wir eh nicht. Wir haben Kupferpfeile. Dafür brauchen wir 10 Pfeile und einmal so ein Gift. Und dann könnten wir die vergiften. Wollen wir die direkt alle? Ich denke, wir stellen mal 10 Giftpfeile her und testen das dann, oder? Vielleicht, wenn wir irgendwann eine Armbrust haben, dann brauchen wir Bolzen. Oder wir stellen später Bronzepfeile her. Von dem her, glaube ich, macht es Sinn, wenn wir erstmal nicht so viele herstellen. Freischalten müssen wir es trotzdem, kostet 150. Jetzt sind wir echt fast pleite. Und dann stellen wir uns jetzt einmal solche Giftpfeile her. Und das ist dann so ziemlich das Fieseste, was wir im Waffenarsenal haben aktuell. Wir könnten noch Bronzepfeile eventuell herstellen. Aber da muss ich dann mehr Erze holen. Wir haben jetzt diese Kupferpfeile. 20 Stück. Und hier unten sind diese vergifteten Kupferpfeile. Die machen 40 Schaden plus 25% Vergiftung. Ach so. Ich glaube, wir müssen dann 4 bis 5 Mal schießen, damit der vergiftet ist. Kann das sein? Weil bei uns macht es gar nichts, wenn wir irgendwie 75 Vergiftung haben. Erst bei 100% sind wir, glaube ich, vergiftet und tragen da irgendwie einen Schaden davon. Sehr interessant. Wir gehen jetzt einfach mal los und dann testen wir das an dem Bison. Der freut sich bestimmt. Wir schießen einfach mit den Giftpfeilen, dann gucken wir, was passiert. Okay. Also, ich glaube, es gibt Wiesente hier unten an diesem See. Das heißt, da gehen wir jetzt mal runter. Das ist so eine Gegend, wo wir noch nicht unterwegs waren. Das hier ist unser Wald, hier waren wir ständig unterwegs. Auch da oben in den Bergen waren wir schon so ein paar Mal. Da rechts geht's in Richtung, wie heißt das Dorf? Denica, da waren wir ja auch schon ganz oft. Aber dazwischen, an diesem kleinen See, waren wir noch nie. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da echt ziemlich schön ist. Wir werden sehen. Hier sieht es jetzt nicht super schön aus. Ziemlich barren. Hier wächst wenig. Was ist das hier? Ah, das ist Johanniskraut. Okay. Hier gibt es nichts zu holen. Und hier drüben geht es dann schon runter in Richtung dieses Sees, glaube ich. Okay. Ja, die Richtung stimmt. Dann gucken wir da jetzt runter. Ich bin echt ultra nervös. Da ist ein Weg. Ich habe überhaupt keine Lust, mich mit so einem Wiesent anzulegen. Aber das ist unsere Aufgabe. Und bestimmt hat er viel Fleisch für uns. Von dem her ist es bestimmt nicht komplett verkehrt. Ich habe jetzt ein bisschen Zeug dabei, ne? Oh,
Wieso haben wir denn so viel Zeug dabei? Ich kann ja gar nichts mehr tragen. Okay, wir haben ein bisschen was zu essen dabei. Und ich habe Ressourcen mitgenommen. Die Fiolen sind so schwer. Okay. Ich habe die Fiolen leider mitgenommen. Und zwei Stämme habe ich auch noch dabei. Weil ich dabei war, die ganzen Holzsachen herzustellen, die wir brauchen. Um das Gift herzustellen und so, die Fiolen. Das heißt, wir können den Bison vielleicht nicht komplett ausnehmen oder müssen dann nochmal herkommen, um das Fleisch zu holen. Das ist ein Reh. Da vorne ist der See. Da drüben habe ich Wölfe gesehen, ne? Also es gibt hier Wölfe, müssen ein bisschen vorsichtig sein. Die sind ja auch relativ unentspannt. Wir equippen jetzt direkt mal die Giftpfeile. So. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert, ne? Yeah. Also schön ist es hier auf jeden Fall. Es gibt auch viele Bäume. Leider wenige Laubbäume. Es sind alles Tannen hier. Und oder Fichten oder so was. Irgendein Nadelholz. Ich hab gehört, hier gibt's Wiesente. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, was es hier gibt. Das sind relativ dichte Wälder. Hier geht auch so ein Weg außenrum, ne? Bleiben wir mal auf dem Weg. Das ist meistens nicht verkehrt. Und schauen uns einfach mal so ein bisschen die Gegend an. Wir waren hier noch nie. Da ist auch irgendein Tier. Das ist ein... Was ist denn das? Ein Luchs ist das. Der sah irgendwie komisch aus von hinten. Da ist ein Hase. Oh, hier gibt's was. Eine Fackel? Ein Kupferspeer. Wie gut ist das denn bitte? Okay. Super cool. Den equippen wir jetzt einfach mal. Das wird dann mein Speer. Den nehmen wir dann immer mit. Der ist, glaube ich, relativ schwer, ne? Kupferspeer 2. Der Holzspeer wiegt 1,5. Okay. Das geht ja. Pelz? Dann haben wir jetzt eine Nahkampfwaffe, die so ein bisschen mehr drauf hat. Ein Trinkschlauch. Der ist viel wert. Kann man verkaufen. Ich benutze die eh fast nie, nur im Notfall. Okay, das war's. Hier. Yeah. Ein Kupferspeer. Der sieht schon ganz schön gefährlich aus, oder? Oh, da gibt's ein Holzfällerlager. Baumstämme. Und eine Steinaxt. Das ist so das typische Basic-Holzfällerlager. Das kann man uns mal merken, das nehmen wir das nächste Mal mit. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, die Baumstämme so weit zu tragen. Die sind halt einfach zu schwer. Mann, was ist denn das für ein Wetter? Hört das irgendwann mal auf? Weiß nicht, ob wir hier Wiesente finden. Bis jetzt nicht. Wir kommen hier runter nach Jezerika, ne? Je, hier sind riesige, offene Grasländer. Das ist doch eigentlich sowas, was Wiesenten auch gefällt, oder? Weil ich glaube, die europäischen Wiesente, die waren auch gerne in Wäldern unterwegs. Also vielleicht gibt es die da doch an diesem See auch. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, was aussieht wie so ein Bison. Hier oben. Okay. Da müsste dann schon... Ja, da ist dann schon Denika. Also hier waren wir dann schon wieder so ein bisschen unterwegs manchmal. Ich bin ziemlich schmutzig, ich weiß. Das Wetter ist auch ziemlich mies. Wir können uns zu Hause in so einem Zuber waschen oder so. Das hat jetzt im Moment keine Priorität. Gibt's hier vielleicht doch keine Wiesente? Ich habe auch schon wieder so viel Zeug gefunden, dass wir eh erstmal ausladen müssen. Da vorne ist ein Holzfällerlager. Oh, voll gut. Hier ist der Bach, der zu uns läuft. Der Bachlauf. Nee, also hier gibt's keine Wiesente. Da müssen wir nochmal woanders suchen. Das ist ja doof. Aber hier ist nichts los in Richtung Wiesent. Na gut. Ein Eisenhammer. Okay. Das ist das erste Eisengerät, oder? Hatten wir schon mal eine Eisenaxt? Möglicherweise. Bronzeaxt. Das Brennholz kann ich, glaube ich, nicht tragen, oder? Haben wir noch irgendwas anderes Wertvolles? So ein bisschen Met oder so? Wir haben jetzt, ich bin ja schon überladen, alles klar. Dann können wir ja das Holz auch noch mitnehmen. Nee, also ich glaube, ich werde jetzt so, wie ich bin, nach Hause schleichen.
Dann können wir nochmal wiederkommen und uns vielleicht irgendwann das Brennholz mitnehmen. Aber das hat halt. Das sind diese Sachen, die sind zu schwer, um sie so weit zu tragen. Das macht keinen Sinn. Ich gehe jetzt den Bachlauf erstmal zurück, lad aus, bring unsere Eisentools weg, dass die in Sicherheit sind. Und dann müssen wir nochmal woanders nach Wiesenden suchen. Das ist schon ganz schön hier, ne? Was ist das da vorne? Das ist ein Bison. Ich meine Wiesent. Okay. Das ist einer. Oh, es gibt die hier doch. Der ist aber allein. Sind es nicht Herdentiere normalerweise? Okay. Wir schleichen uns jetzt gemütlich hier runter. Und dann kommen wir doch mal wieder. Weil der hat bestimmt irgendwie 50 Fleisch an Bord, wie so ein Bär. Oh, das wird richtig fies. Ich habe total Respekt vor den Viechern. Die sind riesengroß. Die sind garantiert auch schnell. Wenn die auf uns drauf treten, dann ist es aus. Also vor denen müssen wir uns total in Acht nehmen. Und dann müssen wir die in diesem dunklen Wald auch wiederfinden. Ja? Das ist der nächste Punkt. Bei dem Wetter auch noch. Ist halt echt ziemlich dunkel. Aber das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Das ist gar nicht weit von uns. Wenn wir den Fluss hier entlang gehen, den Bach, dann sind wir ziemlich schnell bei unserem Dorf. Hier ist gleich die Stelle, wo wir den, wie hieß er? Hubert? Nein. Hugo, ne? Der Hugo saß hier. Als der in unserem Dorf überfallen wurde, hat er sich hier bei dem Wasserfall in Sicherheit gebracht. Und da vorne ist dann auch schon unsere Holzfällerhütte. Okay, ich lade mal aus und dann sehen wir uns gleich bei diesem Wiesent wieder. Okay, Leute. Ich glaube, wir sind soweit. Wir haben die richtigen Pfeile equipped. Die Kupferpfeile mit Gift. Da vorne ist... Da sind zwei Wiesente. Oh. Die sind jetzt zu zweit. Also, zumindest ein kleiner... Ein kleines Rudel, oder wie man sagt, eine Herde. Wenn ich jetzt einen von denen erwische, kommt der andere dann auch? Ist fast egal, ne? Einer ist wahrscheinlich genau gefährlich genug für uns. Ob da noch einer mehr kommt oder nicht, ist fast egal. Okay. Wir fangen jetzt einfach an. Drückt mir alle drei Daumen. Ich kann es echt gebrauchen. Wenn der jetzt auf mich losgeht, dann... Haben wir, glaube ich, keine Chance. Wir versuchen es jetzt. Der kommt, der kommt. Nicht gut. Nicht gut. Das ist ein Wolf. Aua. Nein, nein, nein. Aua. Geht weg. Das war der Wolf. Nein! Der ist immer noch hinter mir. Ich glaube jetzt nicht mehr. Ausdauer ist aus. Wow, da unten ist er. Das war kein Spaß. Der scharrt mit den Hufen. Ich bin fast tot. Oh mein Gott. Das war nicht cool. Der hat mich zweimal auf die Hörner genommen. Das hat mich gewundert, dass wir überhaupt noch leben. Was tun wir? Sollen wir nochmal auf ihn schießen? Wir haben vergiftete Pfeile. Der blutet auch noch, ne? Man sieht es. Der zuckt immer so, das heißt, der blutet noch. Also, wir haben schon noch eine Chance. Ich speichere mal. So, wir schreiben. Gut. Jetzt machen wir einfach weiter, oder? Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ich glaube, der hängt da irgendwie fest, der ist komisch. Also die Pfeile vergiften ja zu 25%. Das heißt, wir müssten eigentlich viermal schießen, um den wirklich zu vergiften. Habe ich ihn getroffen? Keiner weiß es. Ich glaube, er ist tot. Das hat funktioniert. Wo ist denn der Wolf eigentlich? Yes! Wir haben ihn. Wiesent. Wie cool. Quest erfüllt. Dann nehmen wir den jetzt mit. Mal gucken, was der liefert.
50 Fleisch, 14 Leder und einen Pfeil haben wir zurückbekommen. Da drüben liegen noch welche. Ich glaube, einmal haben wir nicht getroffen. Der ging wohl irgendwie drüber, oder was? Also wir brauchen gar nicht viele Pfeile. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Gift funktioniert oder nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie testen kann. Ich wüsste jetzt nicht, wie. Das war ziemlich knapp jetzt. Das war ein echt knappes Boot. Das hätte uns das Leben kosten können. Ich dachte eigentlich nicht, dass wir das überleben. Da unten ist der Wolf. Wir können den Pfeil nochmal am Wolf testen, ne? Die sind schlauer als die Bären. Der Bär hätte uns auf die Distanz dann nicht angegriffen. Der Wiesent hat es sofort gerafft, dass wir das waren. Und ist schnurstracks auf uns losgerannt. Und ich bin ja sofort weggelaufen, ne? Also die sind echt schnell, der war sofort bei mir trotzdem. Wo ist denn dieser Wolf jetzt? Ach da, versteckt sich. Das ist der Hintern, ich will nicht auf den Hintern schießen. Von hier aus treffen wir ihn ganz gut, ne? Da steht er. Seht ihr ihn? Giftpfeil. Ich habe ihn erwischt. Oh, der kommt auch sofort. Der ist auch nicht doof. Oh, oh. Er ist schon da. Nein, nein, er hat mich gebissen. Wenn er mich beißt, dann kann ich nichts mehr tun. Okay, ich habe ihn. Okay. Wir brauchen eine Nahkampfwaffe. Der hätte mich jetzt fast aufgefressen. Hätten wir den Wiesent auch nicht gehabt. Das war ziemlich leichtsinnig. Aber den Wolf machen wir jetzt auch weg. Okay. Also die Giftpfeile sind auf jeden Fall gut. Die machen deutlich mehr Schaden als alles andere, was wir so haben im Portfolio. Yes. Steinmesser ist kaputt. Können wir uns jetzt nochmal schnell neu herstellen eigentlich. Wir müssen jetzt was trinken und noch ein bisschen was essen. Ne? Es ist gleich wieder die nächste Jahreszeit, deswegen esse ich einfach nicht so viel, sondern nur so viel, wie wir halt brauchen. Weil zur nächsten Jahreszeit hin, wir essen das jetzt auf, fertig. Zur nächsten Jahreszeit hin wird der Balken sowieso automatisch wieder aufgefüllt. Jetzt müssen wir nur noch kurz was trinken. Die Waterskin habe ich ja aufgefüllt. Ja, also die hatten wir für Notfall auch. Also wir würden nie irgendwie verdursten. Aber da hier sowieso wieder so ein Bach in der Nähe ist, nehmen wir den Bach und sparen uns die Waterskin, weil die geht super schnell kaputt, wenn man die benutzt. Mega! Wir haben einen Wiesent. Da drüben läuft ein Hirsch. Der verunreinigt unser Wasser. Genau, geh mal weg, du. Das sind ganz viele Hirsche und Rehe und so. Yeah. Also, ich bin nicht so ein Fan von dem Wetter hier. Aber ansonsten ist das hier echt super schön. Das sind ziemlich dichte Wälder. Das ist noch so richtig Urwald hier. Und hier gibt es halt auch die Wiesente. Ich gehe am liebsten diesen Fluss dann hoch und runter. Da kann man sich nicht so leicht verlaufen. Das ist super praktisch. Und das führt ja direkt bei uns ins Dorf. Wir haben einen Wiesent gejagt. Mega gut. Jetzt brauchen wir noch Flachs, um uns den Bogen herzustellen. Dann können wir diese Questreihe da beenden. Und da müssen wir mit Gisela sprechen, ne? Wollen wir das heute noch machen? Wir sind sowieso in der Nähe. Dann sprechen wir noch. Nee, Moment. Gisela ist ja da unten in Lesnica, ne? Das ist ewig weit. Nee, das machen wir jetzt nicht. Da gehen wir mit leerem Inventar hin. Da gibt es auf dem Weg bestimmt wieder ein paar Sachen zum Mitnehmen. Und da sind wir auch schon wieder im Herbst. Die Zeit rennt. Und es gibt jetzt eine neue Herausforderung. Es gibt wohl so einen Herold des Königs, der hin und wieder in Gostovia oder in Hornica zu Besuch ist. Und der kann uns Aufträge erteilen, mit denen wir dann die Reputation unserer Dynastie verbessern können und die Beziehung zum König. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon eine Beziehung zum König haben. Ich glaube, da gab es irgendwo eine Statistik. Das ist ja unsere Reputation. Ich weiß nicht genau, was das bringt, abgesehen davon, dass dann irgendwie die Leute, die wir so treffen, dass die gerne bei uns ins Dorf kommen und mit uns hier ein neues Dorf aufbauen. Also da bekommt man leichter Mitarbeiter praktisch. Das weiß ich. Aber die Beziehung zum König, da bin ich überfragt. Der König ist im Moment der Schwalibok der Erste, der Gnädige. Und da steht neutral, 0-0, also wahrscheinlich sollten wir das machen, ne? Ich weiß auch nicht, ob es da vielleicht coole Belohnungen gibt. Das müssen wir dann rausfinden. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Herbst. Jetzt können wir direkt mal rüber gucken zu unserer kleinen Farm. Was da so abgeht. Die Bäume sind immer noch klein und die großen sind schon geerntet. Und hier? Der Kohl ist fertig. Den habe ich frisch gesät. Und der braucht immer nur eine Jahreszeit zum Wachsen. Das ist total gut.
Vielleicht sollten wir lieber Kohl nehmen als Karotten. Ich denke, wir stampfen die Karottengeschichte ein und ernten jetzt nur noch Kohl. Ungepflügt. Säckchen Dünger. Oh, oh. Wir hätten das Zeug ernten müssen. Oder? Kann es sein, dass wir das hätten ernten müssen? Ich bin echt kein guter Bauer, habe ich das Gefühl. Hier steht Sense erforderlich und man sieht die Ähren. Das heißt, das Zeug ist fertig. Wir müssten das ernten. Haben wir eine Sense? Ich glaube, ich habe unsere Ernte nicht eingeholt. Das wäre echt nicht intelligent. Schauen wir mal, ob wir eine Sense haben. Ich glaube, wir haben nur eine Sichel. Wir nehmen mal die Sichel mit, gucken, ob es mit der geht. Und ansonsten müssen wir uns so eine Sense organisieren. Das wäre echt super ärgerlich, weil das ganz schön teuer ist, diese ganzen Seeds. Und es kostet natürlich mega viel Zeit, ne? Hätten wir das doch die Ildefonsa machen lassen sollen, weil die weiß, wie das geht. Eieiei. Okay. Jetzt aber. Weizen. Das funktioniert. 4 Weizen. 2. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man mit der Sense dann mehr rauskriegt. Müssen wir dann ausprobieren. Komplett außer Atem. Okay, dann haben wir zumindest noch den Weizen gerettet. Aber das hier war doch... Das war doch noch nicht reif. Das war doch das Leinzeug. Die Leinsamen. Und... Waren die auch schon reif? Ich weiß es nicht. Das wäre echt super ärgerlich. Dann müssen wir neu anpflanzen. Ich werde das Feld jetzt einmal komplett überholen. Da ist ja, wächst ja sowieso nichts mehr drauf. Das heißt, wir können es jetzt alles mal neu einstellen. Und dann muss ich neue Seeds kaufen. Und dann lassen wir das echt wieder die Ildefonsa machen. Aber ich muss das auch machen, ne? Weil ich kriege keinen Skill, wenn ich das machen lasse. Das heißt, wir müssen das schon selber machen. Wir müssen halt einfach langsam dazu lernen. Und müssen das selber machen. Deswegen habe ich die Ildefonsa jetzt hier rausgenommen. Das ist auch so eine Sache, ne? Die arme Ildefonsa. So ist das, wenn man sein Ja-Wort gibt. Erst arbeitet man hart auf der Farm hier, als auf den Feldern. Und jetzt ist sie, glaube ich, am Schuften in der Mine, ne? Mal gucken. Verwaltung. Ildefonsa ist jetzt Bergarbeiterin geworden. Weil ich gesagt habe, wir brauchen mehr Stein. Und weil ich diese Farmgeschichte halt selber machen muss, wie gesagt. Wir müssen das selber machen, damit wir den Skill weiter verbessern können. Okay. Gut. Das war ja so gesehen dann echt ein mega Reinfall. Dreschboden. Wir können jetzt aber mal das Weizen, was wir haben, dreschen. Dann bekommen wir nämlich wieder Weizenkorn und Stroh und Weizen. Und das Weizenkorn können wir 1:1 wieder einpflanzen. Das heißt, wenn wir jetzt mehr Weizen pflanzen wollen, dann müssen wir auch mehr Seeds dazu kaufen, oder? Ah nee, wir haben ja pro Feld deutlich mehr rausbekommen. Stimmt. Das funktioniert. Das heißt, wir müssen nicht viel dazu kaufen. Es reicht, wenn wir ein Seed kaufen. Dann dauert es halt ein bisschen länger, bis man sich da vergrößert mit dem Feld, aber okay. Wir haben jetzt Weizen. Das ist schon mal gut. Roggen brauchen wir ganz dringend, um dann Tiere zu ernähren. Das heißt, wenn wir ein Pferd wollen, dann müssen wir erstmal Roggen anpflanzen. Und Flachs ist halt das allerwichtigste Leinsamen, ne? Ziehen wir nochmal das Säckchen hier raus. Säckchen. Die Holzhacke. Dann geht's nochmal so ein bisschen hier auf den Bauernhof. Und da muss ich langsam mal so ein bisschen in diese ganze Geschichte mit dem Anbau einsteigen. Kann ja nicht sein, dass ich das jedes Mal komplett wie auch immer hier. Das ist überhaupt nicht gut gelaufen. Säckchen. Wir können jetzt mal schauen, ob wir theoretisch Leinsamen dürfen wir im Frühling anpflanzen. Nur im Frühling. Momentan könnten wir Roggen pflanzen, das werden wir dann machen. Und jetzt müssen wir natürlich alles erstmal düngen, ne? Dünger. Okay. Wir müssen das gesamte Feld erstmal düngen. Das heißt, ich hole erstmal einen Riesenhaufen Dünger. Dann pflanzen wir ganz viel Roggen. Dass wir zumindest das mitnehmen. Roggen, wir müssen noch kurz gucken. Wir müssen auch immer darauf achten, wann das geerntet werden kann. Roggen kann im Frühling geerntet werden. Das heißt, wir können das im Frühling ernten und direkt Leinsamen pflanzen. Das sollte dann funktionieren. Das sollte perfekt aufgehen. Das machen wir. Und
weiß nicht, Weizen brauchen wir jetzt momentan nicht. Wir pflanzen mal ganz viel Roggen, dass wir auch Roggen haben. Weizen haben wir jetzt ein bisschen. Roggenkörner haben wir jetzt 7 Stück. Und dann brauchen wir noch Dünger. Okay, das war ein Mega-Fail, dass ich das Weizen hier und die Leinsamen nicht geerntet habe. Das war aber nicht alles Lein, oder? Super ärgerlich. Na gut. Aus Fehlern lernt man, ne? So, das Feld ist gemacht. Unser Roggen ist gepflanzt. Alles, was wir haben. Das war vorher eine Mischung aus Leinsamen und Roggen, glaube ich, was wir nicht geerntet haben. Was dann praktisch verkommen ist. Hier drüben habe ich jetzt ein riesen Weizenfeld doch noch gemacht. Weil ich glaube, das Feld ist groß genug. Das können wir hier schon machen. Wir haben eh nicht so viele Samen, dass wir irgendwie das gesamte Feld dann brauchen würden. Das wird nämlich erst im Sommer fertig. Das heißt, die Fläche können wir dann nicht nutzen, um Leinsamen anzupflanzen nächstes Jahr. Aber so viele werde ich gar nicht kaufen können. Die sind nämlich super teuer. Ich werde dann noch so ein paar Leinsamen nachkaufen. Wahrscheinlich, dass wir das wenigstens nächstes Jahr dann eine gescheite Leinernte einfahren können. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo sehen, wie lange wir schon unterwegs sind. Jahr 4. Wir sind nämlich jetzt schon im 4. Jahr. Und wir werden erst im 5. Jahr dann Lein anpflanzen. Das ist eigentlich auch ein ziemlicher Fail, ne? Aber ich habe halt keine Ahnung von dem Spiel. Wir arbeiten uns hier erstmal ganz gemütlich ein. Was wir dann auf jeden Fall auch brauchen, ist eine Sense. Wenn da steht, wir brauchen eine Sense, dann gehe ich davon aus, dass es besser ist, die Sachen mit Sense zu ernten, als mit der Sichel. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Oder ob die Sichel einfach nur ein bisschen, ob das schneller geht mit der Sichel dann. Kann natürlich auch sein. Aber wenn das da steht, dann interessiert mich das jetzt schon. Kupferwerkzeuge? Also, wir können irgendwie gar keine Sense herstellen, oder? Hier gibt es nur eine Sichel. Bronze gibt... Okay, es gibt eine Bronzesense, ne? Dafür haben wir aber die Technologie noch überhaupt nicht. Das dürfen wir noch gar nicht. Also, Bronze dürfen wir sowieso noch fast gar nichts. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt langsam ins Kupfertier kommen. Und uns richtig schön Kupferwerkzeuge herstellen. Ich denke, ich werde jetzt erstmal damit anfangen, Kupfermesser herzustellen und die zu verkaufen. Das ist so eine der besten Quellen für uns, um an Coins zu kommen, aktuell. Die sind relativ viel wert und brauchen relativ wenige Ressourcen. Und wir müssen uns da auf jeden Fall drum kümmern, weil nur so können wir auch das Hochleveln, das Schmieden. Nur so kommen wir dann weiter und können dann auch Bronzesachen herstellen, früher oder später. Die dann auch echt gut was wert sind. Ist halt immer die Frage, ob das mit dem Wert, ob das wirklich sich lohnt, weil es ist natürlich auch ein Riesenaufwand, so Bronzezeug herzustellen. Für ein Bronzetool muss ich einmal davor in die Mine laufen und Ressourcen holen, damit wir überhaupt eins herstellen können, weil das so viel Ressourcen kostet. Also, Aber wir brauchen auf jeden Fall irgendwie so ein paar gescheite Münzquellen. Immer noch so ein großes Problem bei uns. Gut, dann sind wir wieder ein bisschen schlauer, was das Anbauen angeht. Wir haben ein Bison, beziehungsweise ein Wisent gejagt. Super cool. Das mache ich, glaube ich, nie wieder, wenn ich nicht muss. Weil die Viecher sind echt saugefährlich. Wenn, dann gehe ich wieder Bären jagen. Das funktioniert ganz gut und es lohnt sich auch. Die haben viel Pelz. Aber wenn wir Leder brauchen dringend, dann sind die Wisente natürlich schon eine gute Option, ne? Andererseits, wenn ihr euch mal so einen Hirsch hier anguckt, so ein Elch hat ja auch ganz gut Leder. Und die sind halt einfach nicht so gefährlich, ne? Und die halten auch nicht so viel aus. Schaut, der ist jetzt schon total geslowt. Wenn wir dem jetzt noch einen Pfeil nachsetzen, dann können wir den ernten, glaube ich. Der dürfte jetzt auch vergiftet sein. Wir können mal das jetzt ein bisschen beobachten, wie das mit dem Gift ist. Der kann jetzt nicht mehr so schnell laufen. Der ist schon ziemlich verwundet. Oh, ist das brutal. Aber ich glaube, der kippt gleich automatisch um. Wir können aber auch nachhelfen. Ich wollte halt wissen, wie das mit dem Gift ist. Aber die bluten ja sowieso immer, ne? Das heißt, ich weiß nicht, ob das Gift so viel ausmacht. Keine Ahnung. Da ist noch ein Giftpfeil. Was halt super cool ist an der ganzen Pfeilgeschichte, dass man die zum großen Teil immer zurückbekommt, ne? Das ist der Ulrich, der kommt da aus dem Wald. So, erstmal einsammeln. Die sind nämlich echt wertvoll, die Pfeile. Wir haben kein Messer. Okay, also den ernte ich dann. Der gibt auch gut Leder. Und ihr habt es gesehen, die sind mit unseren Waffen inzwischen ziemlich leicht zu jagen. Das war zwar am Anfang echt ein Riesenaufwand, aber inzwischen geht das super gut. Und das lohnt sich absolut. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich jemals wieder einen Wisent jagen werde. Beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht nochmal machen. Na gut. Soviel erstmal zu den Wisenten und der aktuellen Ernte. War auf jeden Fall wieder super spaßig.
Ich finde das Game total mega. Macht super viel Spaß hier, das alles rauszufinden, wie das funktioniert. Und ein paar Fails zwischendrin machen es einfach nur noch lustiger, würde ich sagen. Ich hoffe natürlich, ihr seht das ganz genauso und hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn ja, lasst doch ein Like da, ich würde mich freuen. Und wenn euch die Videos gefallen, vergesst nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.